Nein, das ist das Duftwasser. Deine Freundin könnte dich doch auch während du streamst einfach mit einem nassen Lappen abreiben. Dann du weiter streamen. Im Discord hat gerade einer gesagt, du könntest mich auch einfach während ich streame mit einem nassen Lappen abwischen. Nochmal kurz AFK. Essen holen, okay. Du musstest ziemlich lange auf mich warten, oder? Entschuldige bitte, tatsächlich fühle ich mich jetzt sehr erfrischt. Dann können wir dieses Ehepaar also endlich aufsuchen. Am besten fragen wir bei dem Wachsoldaten nach. Cornen, richtig? Aber so groß, das ist jetzt keine richtige Stadt, oder? Das ist, ja, so groß kommt es mir gar nicht vor. Ja, ich will zu denen und so. Weißt du Bescheid? So, da hoch? Okay. Wow, das ist eine lange Treppe. Nein, das ist der Computer. Alles, was so einen Dialog hat, ist ein Computer. Und jetzt? Muss bei Chuya vorstellig werden. Ist die ganz oben? Die Baumkrone. Ja, das sieht ganz richtig aus. Das geht aber echt hoch hier. Wow. Das ist ja stylisch. Steilig. Warte, ich gleich nochmal aus dem Balkon rausgucken. Oh Gott, how to speak. Nein, ich kann keine Rosen pflücken, aber ich will da rausgucken. Beim Balkon. So, was gibt's? Immer nur Holzminster. Okay, die Aussicht ist ein bisschen hart. Das kann nix. Das sieht innen besser aus. Das Wetter ist immer scheiße. Hier stehen echt einige Leute. So, wieso kann ich den Ätheriten jetzt nicht befingern? Was steht denn da? Eine Warntafel weist darauf hin, dass der Gebrauch des Ätheriten nur Bürgern von Yulma gestattet ist, die in Besitz einer Sondergenehmigung der aufsichtsführenden Behörde sind. Ach, Bullshit. Ja, das ist ein bisschen beschissen, weil dann muss man nämlich immer den ganzen Weg dahin latschen. Ach, guck an, da hockt Ryu. Mhm. Kannst du in den Stripclub gehen? Was, echt? Da gibt's einen Stripclub? Wo? Weiß nicht, wird mir gleich gesagt. Okay, da schauen wir dann gleich hin. Meine Freundin ist auch schon ganz aufgeregt. Ups. Oh Gott. Sind alle Adligen oder so fett? Nee, zum Glück nicht. Aber es gibt auch nur die weiblichen Mikots, die so fett werden. Oder können. Oder sind. Was soll ich zeichnen? Dickbutt. Ach so, ja. You were in search of an artist. Guten Scheine bereithalten. You must be the new, Oh, goodness me. Oh, da ist nur die Dame so fett. Der Ehemann ist dünn. Ja, der Ehemann ist halt normal. Und lass mich raten, der Maler hat die Frau einfach so gezeichnet, wie sie aussieht, und die Frau wollte nicht wahrhaben, dass sie fett ist und hat ihn deswegen rausgeworfen. Yep. Jo. Ja. Ich hab keine Themen mehr. Aber da kommt demnächst noch einiges Lustiges. Der Ehemann vor allem, ne? Ja, das war ein finsterer, ungeschickter Lümmel war das. Ja. Der hat die vollkommen falsch gezeichnet, hat er, ne? Da hast du schon, ne? Ja, Hauptsache er bekommt selbst nicht eine. Ne? Fette Katze. Ich wollte immer wissen, wie die Mikote fett aussieht. Jetzt weiß ich's. Was mich immer interessieren würde, ist fette Aura. Ob man auf der reiten kann? Besser als andersrum, würde ich behaupten. Die reitet dich, oder was? Naja, bist du nicht. Dann brauchst du den besten Chiropraktiker, den du finden kannst. Oder einen Sarg. Eins von beiden.
Oh, not at all. Steht der Johnny nicht auf Catgirls? Ja doch, der steht auf Catgirls. Der ist aber gerade nicht im Chat. Zum Kuckuck ist Luna. With his unique insight guiding my hand, the art I create is sure to satisfy my expectations. Der erzählt ein Mönch einem Black Mage, was er bitte in AE-Fights zu tun hat, obwohl der Stufe 71 ist. Naja. And so I wondered, rather than Hey, Crap, grüß dich. Schade, wir sollten ihn anrufen. Warte, ich kann es sogar, ich schreibe ihm gerade mal. Willst du ihn anrufen? Nee, und schon schreibe ich. Ach so. Ouch. Schauen wir mal, ob es liest. Sie sieht aus wie eine süße, feste Katze, findest du? Er guckt sie nicht mal an. Er hört nicht mal zu. Ihm ist alles scheißegal. Er stimmt dir einfach nur. Das ist so eine richtig verzogene Tusse, ne? Sie muss immer recht haben. Und wenn sie nicht recht hat, dann wirft sie irgendjemanden direkt aus dem Haus raus. Tja. Nee, das war sie. Das war definitiv die Frau. Abartige. Also, so wie sich der Mann verhalten hat. Können vielleicht nicht so viel dafür, wie man denkt. Ah, okay. So, Chitoge ist auch da, guck an. So, jetzt noch 5 Quests, ne? Die craftet gerade. Offenbar. So, wo ist jetzt der Strip Club? Hallo. Hey, Juma, sehr gut. Wo ist der Strip Club, Crab? Crab ist da. Oh, der Strip Club. Oh, wir müssen in den Strip Club gehen. Wir müssen in den Strip Club. Let's go. Warte, ich lade dich ein. Oh nein. Der Stream klappt. Der Stream klappt? Der Stream buggt? Was macht eigentlich nochmal vollkommener Ablass? Achso, das ist ein Buff, okay. Für die Heals. Kommt mit, warte, wo? Chitoge. So, ich lade sie mal ein. Ich lock mich gerade ein. Gib mir 30 Sekunden. Ja, du weißt eh, wo er ist. Ich renne einfach mal mit Chitoge mit in den Strip Club. Ja. Let's go. Strip Club Time! Was denn? Okay, bitte. Hey, das ist ja wirklich ein Strip Club. Und Ryu ist auch schon da. Natürlich. The fuck? Der war voll rot angefangen hat. Also gar nicht sogar hoch zu der Stripper. Schau, Pole Dance. Nee, kann ich nicht. Da ist einer abgehauen, weil der Meinung war, der Tank würde nicht genug polen. Mal, ich muss eh mal kurz gucken, ob ich will. Mal männlicher Pole Dancer? Und du wirst später auch einer? Was? Ja, ich meine, das ist schön, ne? Ich komme. Da unten ist ja auch ein männlicher sogar, tatsächlich. Scheiße. So, gibt's hier noch irgendwas Spezielles? Also, oder ist das alles? Ich meine, ich finde das cool. Aber gibt's da noch irgendwie ein Event drin oder so? Wieso bist du nackt? Schau, das ist ein weiblicher nackter Lala. Warte, ich geh auf mein Naked-Bild. Wo ist es? Nein. Das ist nämlich ein männlicher Spieler. Hab ich nicht irgendwo noch eine Glamourblade davon? Oder hab ich die weggemacht? Change Glamourblade. Wo ist sie? Ich fühl mich leicht bedrängt hier. Ja. Was ist hier los? Was ist mit den ganzen weiblichen Charakteren, die hier auf mich zugehen? Gibt's Minispiel hier nach? Aber warte nicht zu viel, okay. So, jetzt hier mein Ding-Outfit. Was ist das für ein Outfit? Wie nennst du das? Mein Swimsuit-Outfit quasi. Swimsuit, okay. Ja. Also ich weiß nicht. Das Problem ist, alle, um wirklich die ganzen Swimsuits anzuziehen, musst du halt eben eigentlich, naja, Aura oder halt Ding sein. Oder ja, halt ich finde so eine Mikote wesentlich schöner anzusehen als einen weiblichen Lala, ne?
Ja, ist schon klar. Nala ist nicht sexy, dafür, never. Ich bin nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt geil auszusehen. Also, das findest du sexier als das da? Was? Nein, nein, nein. Entschuldigung. Nein, ich rede über meine Freundin gerade. Also. Also, es ist doch nicht sexy. Sieht aus wie ein unförmiges, dickes, kleines Kind. Sehr gut. Warte, warte. Danke. Ja, ich geh mal die Main Story weitermachen. Na, vergnügt euch mal hier, Leute. Ah, schon, ja, Bunny Girl. Cool. Okay. Sexy Lalas, ja, ja. Genau. Bisschen pedo. Schon, ne? Also, ich weiß nicht, Lalas sind halt so sexy wie. Ja. Ich finde, Lalas sehen aus wie kleine, dicke Kinder. Ohne Nippel. Wir sind Kartoffeln, das sind die. Wir haben alle keine Nippel. Ich weiß, dass wir alle keine Nippel haben. We are potatoes. Potatoes. Small potatoes, ja. Ich soll noch eine kräftige Arbeit. Glaub mir, der Nickname für Lalas ist Pototo. Es kam mal ein sexy Outfit raus. Sexy Kätzchen, wirklich. Oh, guck. Oh, ja. Glaub mir, es gibt richtig viele sexy Glams. Nein. Schaut euch das mal lieber an. Hat jemand gerade ein Problem? Soll ich ihm helfen? Ich weiß nicht. Vielleicht macht er einfach nur Sport gerade. Na komm, der bewegt sich. Der rudert doch. Der rudert doch. Der macht doch Sport. Wieso soll ich ihm helfen? Vielleicht störe ich ihn gerade. Hallo? Störe ich dich? Geht's gut? Der antwortet. Ich glaube, der macht Sport. Sonst würde er um Hilfe schreien, oder? Er antwortet. Soll ich dich hochziehen? Er macht Klimmzüge wie in Metal Gear. Ich helfe ihm mal. Da kommen die Inner-ERP-Fetische raus bei manchen. Was? Bei Lalas? Nee. Du hast mir das Leben gerettet. Ah, okay, hattest recht. Ich schicken die Götter. Wärst du nicht gekommen, wäre ich ganz sicher gestürzt. Ich wollte um Hilfe rufen, aber ich habe mich nicht getraut, die Herrschaften zu stören. Er wollte nicht um Hilfe rufen, weil er die Herrschaft nicht stören wollte. Was ist denn das für eine gestörte Gesellschaft? In dieser misslichen Lage bin ich nur geraten, weil ich dem Taschentuch der gnädigen Frau hinterher gejagt bin. Der Wind hat es weggeweht. Ich bekam es zwar gerade noch zu fassen, bin aber über das Seil gerutscht. Sklaven, my dude, ja. Das alles für ein Taschentuch? Hast du gesoffen? Aber selbstverständlich, alles, was der gnädigen Frau gehört, hüte ich wie einen Schatz. Selbst wenn sie nur einen Herzschlag lang um das verlorene Taschentuch trauert, ist das für mich Grund genug, sie vor diesem Kummer zu schützen. Ursprünglich kam ich in diese Stadt, weil ich das harte Leben satt hatte. Aber ich fand mehr als nur Reichtum in Yulmur. Ich lebte sich ohne Angst vor Angriffen. Und die Bürger sind alle sehr offen und herzlich zueinander. Die gnädige Frau behandelt mich auch ganz wunderbar. Es gibt keinen herrlicheren Ort auf dieser Welt als diesen hier. Ich glaube, die nehmen Drogen. Kann das sein? Die haben doch irgendwas. Ja, Entschuldigung, habe ich so gesagt. Ja, Entschuldigung, da habe ich mich wohl etwas gehen lassen. Ich bin einfach nur so rundum zufrieden hier. Bitte verstehe. Ich würde meinen kühnen Retter auch gern der gnädigen Frau vorstellen, wenn du nichts dagegen einzuwenden hast. Sie wird dir sicherlich auch danken wollen. Was? Sie hat dich vermisst, hat mich vermisst und dich geschickt, um nach mir zu suchen? So ist sie, meine gute, gnädige Gönnerin. Wir dürfen sie keinen Wimpernschlag länger warten lassen. Das wird dir auch passen, wenn ich so zu dir wäre, ne? Ja. Was ist denn das für Gestöhne da ständig im Hintergrund, sag mal? Ja, im Spiel, das wird. Ah, guck an. Chidoge hat sich ausgezogen. Wow. Mach das nochmal mit dem Posieren. Noch einmal posieren. Ja, das war auch ganz nett, genau. Jo. Aber warum stöhnt sie denn immer so, wenn sie sich streckt?
Es ist schon sehr, sehr sexuell, was da abgeht, Leute. Nein, einer Welt, in der du ständig Todesangst hast, ist das, glaube ich, gar nicht so abwegig, so zu werden. Katzen stöhnen halt. So, jetzt wieder anständig. Ich glaube schon, dass die irgendwie Drogen oder so Intos haben. Also denen wird irgendwas gegeben, damit die so sind, wie sie sind. Da kannst du mir nichts erzählen. Das ist nicht normal. Mhm. In der Stadt passiert nichts. Du bist sicher vor jeder Qual. Natürlich machen die alles, um dort zu bleiben. Nee, das sind ja auch Sexsklaven und so. Wirklich? Und wo kann ich mich bewerben? Hey, guck, noch so ein Ding. Pole Dance Picture. Die Stadt gefällt mir. Jetzt bin ich sowieso im Strip Club. Ich wäre sowieso hierher gekommen. Bis du dann den Boss 3 kennenlernst. Misch die Karten. Was? War mal ganz am Anfang auch Lala, aber eben wollte danach wieder sexy und nicht nur süß. Kann ich irgendwo verstehen, ja. Wir halten jeweils ein Blatt aus drei Karten. Du legst eine davon offen vor dich, ich zwei. Okay. Ist das jetzt Blackjack oder was? Spielen wir Blackjack? Let's go, come on. Okay, ich habe hier einmal 8. Also, was schätzt du? Ist die Summe deiner Karten höher oder tiefer als mein Blatt? Höher. Die bescheißt, oder? Interessant, du denkst, dass es ist höher. Decken wir unsere Karten auf. Ja, meine ist höher. Die Summe meines Blattes ist 6. Was steht es? Wie steht es um deines? Naja, wesentlich höher. Meins ist 12 bis jetzt, ne? Ja, komm, easy. 21, perfekt. Blackjack, easy. Disgusting. Was denn? Wir haben einen klaren Gewinner. Was für ein kluges Köpfchen. Die Runde geht an dich. Ja, warum spielen wir nicht noch eine? Sag mir Bescheid, falls dir der Sinn danach ist. Ich glaube, die will mich gerade anfixen. Kann das sein? Aber was? Naja, es ist, wenn du jemandem was gibst und ihn quasi gewinnen lässt, damit du ihm in den Glauben lässt, dass er besser ist als du und damit du ihn danach vollkommen abziehen kannst. Das ist sowieso das Beste dann. Das ist so ein richtig Bam in your face. Ja, und jetzt pass auf. Ja, kenne ich schon. Interessanter Fakt, die Poster außerhalb des Clubs sind sehr ähnlich zu den Postern echter Stripclubs in Japan, wirklich? Cool. So, jetzt könnte ich behaupten, meins ist niedriger. Aber ich glaube, der will mich bescheißen, deswegen tendiere ich gerade zu höher. Leute, was sagt ihr? Niedriger, höher oder tiefer? Chat. Tiefer ist immer besser. Tiefer ist immer besser. Tiefer? Tiefer. Okay, Chitoge sagt auch tiefer, Blümchen sagt tiefer. Ich sag nämlich auch tiefer. Viel tiefer. Nein, eigentlich sag ich höher, meinte ich. Ich meinte eigentlich, ich tendiere zu höher, weil ich glaube, du bescheißt gerade. Aber der Chat sagt tiefer. Also wenn wir verlieren, dann ist es eure Schuld. Rio sagt höher. Einfach um Kontra zu binden. Was sagst du, Flo? Ja, wie gesagt, so tief wie du nur kannst. So tief ich nur kann. Schatz, was sagst du? Höher oder tiefer? Höher. Meine Freundin sagt höher. Die will's höher, okay. Wenn du verlierst, wirst du zum Sexsklaven. Was wirklich? Was nehme ich jetzt? Da wird deine Ritze geknallt. Ich muss mitspielen. Schatz, schau mal her. Sie hat 5 und 4. Und deine verdeckte Karte. Ich habe 1 und 2 verdeckte Karten. Ist die Summe meines Blattes höher oder tiefer als ihres, wenn wir alle aufdecken? Tiefer meinst du auch? Alexander sagt auch höher. Die Stange ist reserviert für dich. Es ist höher. Sie bescheißt. Ich weiß es. Ich sag höher. Es ist safe höher. Fuck! I done fucked up.
Ja, doch, war es doch höher? Es war tiefer. Leider daneben. Diese Runde geht an mich. Tja, was habe ich gesagt? Will ich eine Revanche? Ja, ich muss ja, ne? Muss gar nicht. Prepare your anus. Ja, prepare. Okay, jetzt haben wir drei. Gibt's mir einen Strafraum? Ich sag höher. Easy. 12. Ich hab mehr. Was ist der? Aber gut, also schon, du gewinnst ja, wenn du, du musst nur mehr Punkte haben. Was? Muss ich jetzt nochmal gewinnen? Achso, nee, es ist noch nicht fertig mit dem Quatschen. Okay, ich habe gewonnen. Also ich werde jetzt kein Sexsklave.